Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Projekt auf der Map Holzhausen Forst und Landwirtschaft mit dem Björn, dem Michel, dem Fabi, dem Matze und dem Sven. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Fühlt sich jetzt jemand aus? Du hast vergessen, die Ladewagen anzumachen. Ja, das kann sein. Oh doch, der ist an, du hast vergessen runterzufahren. Ja, das kann natürlich auch sein. So, wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht von dem Geld erstmal einen Drescher kaufen, damit wir unseren Fuhrpark vergrößern können. Aber wir haben uns das so gedacht, dass wir uns nicht gleich den größten kaufen werden. Wir fangen an mit dem kleinen New Holland, damit ihr auch jede Maschine so mal seht, ne? Und wir wollen ja auch was von der Map haben. Deswegen haben wir uns dann für den kleinen erstmal entschieden. So, ich werde jetzt erstmal noch ein... Also, wie gesagt, ich werde den kleinen New Holland kaufen. Gehen wir mal kurz im Shop rein. So, den werde ich kaufen. Alles klar. Wann merkst du, dass du kaufst? Ja. Aber auch immer so gewesen. So, dann kaufen wir das noch. Und jetzt kaufe ich noch einen kleinen Sammelwagen. Schneidewagen. Schneidewerkswagen, so... Ob der passt, die Frage. Welche Farbe hat denn der andere? Der New Holland? Achso. Gelb. Gelb. Ja. Gelb. Welche Farbe wollen wir denn nehmen? Standardfarbe. Na, am besten gelb wie der New Holland. So. Ach. Da hast du schon gespart, hast gesagt. Rechts, da wo du gerade warst, habe ich gespart. Hier noch nicht. Ja, wie ihr schon seht, machen wir eine kleine Nachtaufnahme. Haben wir lang nicht mehr gehabt. So, dann Michel fahr ihm zu Ende. Oh, jetzt fahre ich in die Ernte rein. Klappt alles, Björn? Jo, alles. Nur wer jetzt gleich noch kurz Zeit hat, der könnte dann vielleicht den Hänger, der ist jetzt gerade voll. Ja, das mache ich dann eben. Das dann ist kein Problem. Gut, der steht am Feldrand. So. Warum ist der denn schon wieder aus? Habe ich ihn aus? Ach so, ja, okay, 91%. Ach nein, nein. Was ist? Der Shop ist zu, sind Eröffnungszeiten. Oh. Lass mich mal einmal rein. Ach, nee, das krieg ich auch mit so auch nicht auf. Das ist ja das. Und zurücksetzen. Nein, das machen wir nicht, oder? Nee, wir wollen ja... So, dann pass auf, dann lassen wir das Stück erstmal hier stehen. Können ja schon mal kurz einsteigen, mal zeigen. So, Rundumleuchten an. Schaut ganz gut aus, würde ich sagen, ne? Ja, er hat sogar extra nochmal Licht hier hinten an dem. Ja. Naja, dann können wir da wohl jetzt nicht mitarbeiten. Hauen wir wohl in der nächsten Folge ab. Auch ganz dann, gut. Dann kann ich jetzt auch den hier abfahren. Dann So gut, ich bin voll. Dann darf ich ja das Heu weg, das Stroh wegbringen. Dann verkaufen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt viel Kohle durch die BGA gemacht, die nur nicht mal leer ist. Aber das Geld müssen wir ja nicht gleich verprassen, also finde ich jetzt. Ja, so nicht. Wie gesagt, also wir könnten noch den Hühlimann erstmal austauschen. Was meint ihr? Ja, das ist ja das nächste kleinste Fahrzeug dann. Die Frage ist, was habt ihr euch, was wollt ihr denn haben? Den Same. Den Same, sagst du? Kein Steier? Ja. Ich würde auch den Same sagen. Okay, den Samen. Ja, Samen ist eigentlich gar nicht schlecht. Gut. Ja. Ach, ja, aber wollen wir das jetzt schon kaufen? Nee, oder? Das bringt uns ja auch nichts. Nee, das bringt uns jetzt ja auch noch nichts. Ja, aber wie gesagt, es ist, da sind wir wieder bei der Realistik angekommen, ne? Hey, ja. Das ist jetzt so, du hast ihn bestellt, er ist fertig produziert, aber, wie gesagt, der Shop hat noch nicht offen. Naja. Ist ja egal. Ja, vielleicht kaufen wir uns dann auch später heißt mal größere Hänger, denn die... Ja, wir haben drei Stück.
Aber wir werden uns eine Maisdrille, schätze ich mal, kaufen. Dann hängen die da den Hänger an, Björn. Ja, mir Hänger, ja, kann ich auch mal einen Hänger. Also ich hab... So, muss ich mal kurz öffnen. Also, Fabi, ja. Fabi, 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 Fabi. Ja, ja, seh's. Ich hab da gerade ziemliches Zwar stammt. Oh. Ja? Ja, auch klein. Ja, hatten wir wohl gerade alle. Ja. Einmal kurz gefahren sind irgendwie. Ja, hättest du die sehen sollen, ey. Vor Wahnsinn. Ja. Ja. Ich hab nur deine Strohablagespur gesehen. Ich auch. Ich dachte jetzt so scheiße. Abgespeichert. Autosave wahrscheinlich. Oh Gott, die Kohle, die fließt wieder. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man so viel Kohle macht. Dann können wir bestimmt den Öffnungsmann bestechen. Kann natürlich ein bisschen früher Bitte? So aufmachen. Ja, ich weiß es nicht. Kannst ja mal anrufen. aber nicht die Hotline. Hotline sagt er dazu. ja, sagen die doch sonst immer. Okay, ja, würde ich sagen die. Naja. Ich kann noch eine E-Mail schreiben. Ich möchte gern mal New Holland abholen. Machen ja. Sie den Shop auf, bitte. Um früh ist 2:30 bitte. Ah ja, die Felder haben wir jetzt schon so verbunden. Hier ist nur der nicht, Bau der Baum. Nee, die sind nicht verbunden. Die sind so nah aneinander. Sieht sehr danach aus. Nee. Die sind verbunden. Ja, die sind, okay, die sind verbunden, weil... Ja, sind sie. Also wir haben normal gesät, aber der Grünstreifen dazwischen ging, weg. ja, einfach mal. Aber ganz ehrlich, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich finde es gut, dass derjenige, der hier zuletzt gesät hat, hier eine Lücke da beim Baum gelassen hat. Das sieht nämlich eigentlich. Das kannst du gar nicht. Da kannst du gar nicht wegsehen. Kannst du gar nicht. Das finde ich ja gut. Das sieht dann so was realistisch aus. Nicht, dass es dann einfach so im Getreide einfach mit so einem Baum steht. Da muss auch ein bisschen grün drum sein. Ja. Was sollen wir hier auf Feld 15 sehen? Der Raps, oder? Auch Raps, oder? Ja, mach mal volle Kanne Raps, oder? Sonst wäre ich doch fast dafür, wenn wir Feld 17, nee, nicht Feld 17, Feld 16 und 18, wenn wir darauf Körnermais machen, aber wirklich Körnermais, dann kaufen wir uns... Haben wir überhaupt eine Sämaschine? Ja, nee, aber ich denke, das könnten wir uns doch leisten, oder? Dann, wenn es soweit ist. Ja, Feld 16 und 18, Körnermais klingt gut. Also Körnermais, Kinderhäckseln. Ja. Wo steht denn die Spritze? Steht beim Hof da in diesem Saatgutlager. Wer lacht denn da? Wer hat denn da gerade gelacht? Gebt mal auf den Fabi L. Fabi? Ja. Ist wieder so ein Lachflash da? Nein, alles okay. Wie bei der ersten Folge mit dem Häckseln. Ich hab, ja. ich hab mich verschluckt. Aber du hast gar kein Licht an, weißt du überhaupt, wo du hinfährst? Ich hab da Nachtsichtbrille auf. Ja, wie bei Call of Duty, oder wie war das noch? Metal Gear Solid. Auf dem Cover oder irgendwo. Weil ich ja unbewusst. Ich kann mir gar nicht richtig anmachen, wenn du willst. Ja, dann kann ich auch mehr von dem schönen, verschmutzten Drescher sehen. Und dann oh Gott. ja. Das ist doch so richtig blöd, dass sie immer so spät auftauchen. Das
Es kommt dann immer schon direkt, wenn man schon fast gegengefahren ist. Sven, du lässt da, ja. Ja, ich mach jetzt nochmal. Da liegt schon einer? Das war ich jetzt nicht. Wir können, kann man so schlecht wir sehen. Können das Ganze... Obwohl, passt mal auf, jetzt habe ich eine Idee. Wir bestechen den doch, ne? Nein, wir bringen... Wir verkaufen das Ganze Streuz nicht mehr. Wir kaufen uns Kühe. Yes, very great idea. Weil wir haben jetzt ja schon den New Holland und dann können wir das rechtliche Geld für die Kühe... Fast für die... Okay, nicht das ganze Geld. Aber so, dass wir auf 50, 100 Kühe kommen. So, wollen wir uns dann 100 Kühe kaufen? Aua. Ja, wie viel kostet eine Kuh? Guck mal nach. 2500. So. Tiere, 2500. Soll ich mal ordentlich einkaufen? Ja, du it, du it. Nicht zu viele, ne? Ja. Kommt der Milchwagen überhaupt? Wie bitte? Ich muss jede einzeln kaufen. Immer sie, das Tier ja, wurde gekauft. Ich. Aber ich kenn einen Trick. Ich kenn einen Trick. Was denn? Du musst auf die Kuh klicken. Ja. Und dann einfach immer Enter. Muss ich mal so auf nur Doppelklick. Dann machst du einfach immer Enter. Immer Enter, Enter und immer so Enter. Hä? Weißt du? Ach so. Ha! Weißt du, was ich meine? Great! Great idea! Yes, yes. Thank you very much. Kaufen wir uns doch glatt mal 100 Kühe. Ja, also das habe ich nämlich auch mal gemacht. Da wollte ich mal gucken, was das. Wird die Kühe so produzieren? Da musste ich mir erstmal so nervig kaufen. Hatte ich aber so eine Idee. Das heißt, wir beziehen uns ein bisschen auf die Kühe. Dann merkt, jede Kuh, die du kaufst, gibt einen Ruckel. Ja? Ja. Aber so ganz kurz, so ganz... Okay, dann mach ich das... Alle Kühe da. Das sieht aber gut aus. Ja? Ja, braune, das ist schön. Ist gleich... Leute, ist gleich vorbei. Ach, ist aber schade. 100, ne? Ui. Da, also das hat er das Konto echt sauber leer gemacht, du. 42.000 noch. Oh. So, dann machen wir mal schnell aber unseren Wagen. Ja. Damit hier, ich... Ui. Ui. Alles klar mit dir. So, Boxfresh, was soll ich denn machen? Ach der Matze. Ja, er ist erwacht. Aus dem Schlaf, okay? So, pass mal auf, was kann er machen? Komm, entleer mal die BGA. Das kannst du machen. Mit dem Teleskoplader. Ja, der steht da. Schon gemerkt, sitze ich schon drin. Aber der so ist jetzt der alles. Milchwagen kommt hier, oder? Ich weiß es nicht. Hab ich auch noch nicht gewusst. Hab ich noch nie gesehen. Aber wäre nicht schlimm, wenn er nicht kommt. Habt ihr schon mal gesehen, wie die Silage dargestellt ist? Ja. Unlogisch, oder? Die ist ja als Silageballen dargestellt. Da unten rechts in dem Anzeigefeld, meine ich natürlich, ne? Da, wenn man was in der Schaufel drin hat oder so. Wie, Fabi, bist du gerade einmal rumgefahren? Ja. Okay. Lange gedauert. Dann bringen wir das erstmal weg. Ui. Jetzt bin ich einmal vor ganz voll gewesen. Ja? Jetzt nochmal wieder 50%. Eieiei. Oh, das sieht ja stark aus mit den Kühen. Ja, ja. So, jetzt muss ich mal... Ach, da muss ich... Das ist ja... Warte mal. Muss mal kurz gucken. Weil da sind nicht nur so 1, 2 drin, da sind sogar jetzt mal... Ich hoffe, die gehen auch in ihren Stall rein. Ich glaube, das ist... Oh, doch, doch. Jetzt kriegen sie Futter. Futter. Jetzt. So, geht das denn? Ladewagen an. Warum geht das nicht? Vielleicht. Warte. Vielleicht geht das. Ah, warte mal. Kann das sein? Ah. Ah. Hier geht's. Ah, kurz aussteigen. Dann steigen wir mal kurz aus. Dann mache ich mal Licht an. So. Guck mal. Das sieht doch gemütlich aus. Würde ich sagen jetzt, oder? Jetzt haben wir 8700 Stroh. Sollen wir was Futter? Sonst haben sie es. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die hier reingehen. Ach, sie schlafen auch alle. Sehr cool.
Aber ihr wart doch bestimmt schon mal irgendwer von euch auf der Biogasanlage, oder? Ja, sehe ich. Ja, aber hast du schon mal gesehen, dass die Fütterung also in zwei Teile ist, also dass es zwei Fütterungen sind? Was? Ja, also dass da so statt eine komplette Fütterung, das ist doch das Zeug, wo man, das Teil, wo man eine Futter reinkippt. Oh, also meinst du meinst die diese Silage? Ja, das kann man. Ja. Also, dass da zwei Behälter sind. Ja, hast du schon mal in echt gesehen? Ja. Ja, warum denn nicht? Ja, weil... Keine Ahnung. Geile Begründung. Ja, also... Ich helfe ja beim Bohren und der hat eine eigene Biogasanlage und die, also die hat drei verschiedene Fütterungen bis jetzt gehabt, das ist immer nur eine gewesen. So, die in dieser Folge werden wir mal nicht überziehen. Letzte Folge waren wir ein bisschen drüber. Haben wir die Zeit ein bisschen, ja, unterschätzt, würde ich sagen, oder? Ja, aber die Kühe... So ein bisschen. Naja, da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es wird immer spannender hier auf dem Community-Server, Community-Projekt. Schon 10% Produktivität. Das gibt's ja nicht. So, da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.